Hier lauert eine tödliche Gefahr. November 2016. Ein Rentner-Ehepaar in Bad Hersfeld stirbt. Der Motor ihres Autos lief die ganze Nacht. Ein tragischer Unfall. Einigermaßen glimpflich ging es nach einer Shisha-Party aus. 10 Menschen wurden durch Kohlenmonoxid verletzt. Das tödliche Gas wird viel zu oft unterschätzt. Der Fall der 6 toten Jugendlichen im unterfränkischen Arnstein schockiert gerade ganz Deutschland. Ein Stromaggregat brachte ihnen den Kohlenmonoxid-Tod. Kohlenmonoxid ist das Gefährliche, dass man es weder riechen kann, man kann es nicht sehen, man kann es nicht schmecken. Aber eigentlich ist es fast überall in unserem täglichen Leben anzutreffen. Wie stellt man überhaupt eine zu starke CO-Konzentration in der Luft fest? In der Vergangenheit war es so, dass die Feuerwehren mit Messgeräten für verschiedenste Art von Stoffen ausgestattet waren. Das heißt, wir haben dann erst gemessen, wenn konkret eine Gefahr vorgelegen hat. Heute geht man den Weg, wohlwissend, wie gefährlich CO ist, und arbeitet mit einer sogenannten Personenmesstechnik zum Personenschutz. Das heißt, einfache kleine Messgeräte, die an die Kleidung dran geklickt werden können. Und der Mann, die Einsatzkraft, die Frau, die einen geschlossenen Bereich betritt, wird bei Vorhandensein von CO gewarnt. Ursachen für Kohlenmonoxid in der Luft sind unzureichende oder fehlerhafte Verbrennungsvorgänge. Deshalb müssen Öfen und Heizungen regelmäßig kontrolliert und gewartet werden. Die bekannten Shisha-Pfeifen, die funktionieren ja auch mit Kohle. Das ist nichts anderes wie ein kleiner Grill. Und wenn ich dort mit mehreren Pfeifen in einem Raum mich befinde, kann es ganz schnell sein, dass ich eine erhöhte CO-Konzentration habe und die schon bei sehr, sehr geringen Werten in der Umluft eine sehr, sehr gefährliche Wirkung für den Menschen haben. Es gibt verschiedene Anzeichen für eine Vergiftung, die nicht immer leicht zu erkennen sind. Der Körper kann halt dann keinen Sauerstoff aufnehmen. Es verhindert die Sauerstoffaufnahme im Blut. Der Körper nimmt es auf, ohne dass man es merkt. Und dadurch wird die Sauerstoffaufnahme im Blut verhindert. Und je nach Konzentration entstehen halt Symptome, ähnlich am Anfang wie vielleicht bei einer Erkältung, Übelkeit, Schwindelgefühl und dann eventuell auch Bewusstlosigkeit oder dann auch nach Konzentration bis zum Tod hin. Ne? Eine ausreichende Belüftung sollte immer gegeben sein. Zum Glück kann man sich auch noch anders schützen. Das ist jetzt hier ein CO-Melder, ein spezieller. Die sehen sich optisch, gibt es jetzt keine Unterschiede zum Rauchmelder. Wichtig ist, dass er halt nach der Herstelleranleitung installiert und auch gewartet werden, dass die Batterien regelmäßig überprüft werden, dass man auch mal einen Funktionstest nach Anleitung durchführt, dass er halt immer betriebsbereit ist. Wichtig ist, dass der Melder in der Nähe von potenziellen Gefahrenquellen angebracht wird. Bei der Deckenmontage sollte der Mindestabstand mehr als 20 cm von der Wand betragen. Die CO-Melder sind in Baumärkten und Elektrofachgeschäften schon ab 25 Euro erhältlich und können Leben retten. Osthessen News. Sehen, was bewegt.